Tightly Packed TV, das Online-Magazin zur Interpack zum Anschauen, produziert von Packaging Journal. Herzlich willkommen. Das sind unsere Themen heute. Wir schauen aufs deutsche Verpackungsgesetz und fragen, ist das noch sinnvoll oder schon Überregulierung? Es geht um die Wurst. Verpackungen für Wurst sind jetzt noch nachhaltiger. Wir zeigen Ihnen, wie Siegelfolien weniger Materialeinsatz brauchen. Und zum Dessert gibt's Eis in Verpackung aus Monomaterial. Wie vorbildlich ist Deutschland, wenn es ums Recycling geht? Überall auf der Welt ist Kreislaufwirtschaft ja das große Thema. Und natürlich kommt der Impuls dazu auch von der Politik. Da ist zum Beispiel die Europäische Verpackungsrichtlinie. Sie bestimmt, dass bis Ende 2025 mindestens 65% des Gewichts von Verpackungsabfällen wiederverwertet werden. 5 Jahre später sollen es dann 70% sein. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es in Deutschland eine eigene Behörde, die Zentrale Stelle Verpackungsregister. Sie soll die Kosten, die in der Kreislaufwirtschaft entstehen, fair auf alle Unternehmen verteilen, die Verpackungen auf den deutschen Markt bringen. Jetzt allerdings eine Neuerung. Seit 1. Juli müssen nicht mehr nur solche Verpackungen beim Register angemeldet werden, die physisch vor Ort in Geschäften und Supermärkten verkauft werden. Verpflichtet zur Registrierung und Bezahlung sind jetzt zum Beispiel auch Online-Versandhändler, die ja nicht ein Produkt verpacken, sondern schon verpackte Produkte in Kartons oder Umschläge packen. Außerdem trifft die Neuregelung alle, die To-Go-Verpackungen in den Verkehr bringen, zum Beispiel Pizzakartons, Coffee-To-Go-Becher, Brötchentüten oder Metzgerfolien. Bedeutet, registrieren müssen sich nun auch Unternehmen, die bisher mit Gesetzen und Auflagen für Verpackungen in Deutschland nicht unbedingt vertraut waren. Auch deswegen ist die Seite des deutschen Verpackungsregisters jetzt auch auf Englisch verfügbar. Und wie die Recyclingvorgaben in anderen Staaten sind, hat die World Packaging Organization auf ihrer Homepage zusammengefasst. Wurstaufschnitt wird noch immer überwiegend in Verpackungen aus mehrschichtigen Verbundfolien angeboten. Nachhaltigere Verpackungen sind auf dem Weg, doch recyclingfähige Monomaterialien stellen besondere Anforderungen, zum Beispiel an die für den Thermoformprozess notwendigen Heizsysteme. GEA und Vatron haben jetzt gemeinsam eine technische Lösung entwickelt, mit der diese Materialien nun einfacher und ohne Einbußen bei der Leistungsfähigkeit eingesetzt werden können. Die neuen energieeffizienten Heizsysteme für die GEA-Verpackungsmaschinen ermöglichen den Einsatz von Monomaterialien bei der Herstellung von Wurstverpackungen. Bei gleichbleibender Produktsicherheit, Stabilität und Transparenz sind diese neuen Verpackungen zu 100% recyclingfähig und sparen zudem 35% Material ein. Die neuen Heizsysteme kommen bei der Wolf-Firmengruppe schon zum Einsatz. Im ersten Schritt bietet der Lebensmittelhersteller Frischwurstaufschnitte in einer Monomaterialverpackung an. Teamwork makes the dream work. Wieder einmal zeigt sich, wie viel Wahrheit in diesen simplen Worten steckt. Ein Dreiergespann hat sich zusammengetan, um eine Lebensmittelverpackung zu entwickeln, die Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen ermöglicht. Genauer gesagt, eine Eisverpackung. Borealis, Lebensmittelhersteller Froneri und Pacor haben gemeinsam eine Monomaterialverpackung für die Eiscreme der Marke Aino entwickelt. Die zertifizierten erneuerbaren Rohstoffe aus Biomasse, die zum Einsatz kommen, stehen nicht in Konkurrenz zur menschlichen Nahrungskette. Stattdessen wird das Material aus Biomasse, Abfällen und Reststoffen der zweiten Generation gewonnen, also Stoffen, die sowieso anfallen. Ein weiterer Vorteil: Bornewables sind von der Herstellung bis zur Endanwendung rückverfolgbar.
Eine, wenn nicht die wichtigste Funktion einer Verpackung ist die Produktsicherheit. Bei Lebensmittelverpackungen oder Verpackungen flüssiger Güter ist daher wichtig, dass die Verpackung fest versiegelt ist und das Produkt so nicht in Kontakt mit unerwünschten Stoffen kommt oder die Verpackung ungewollt verlässt. Ein bewährtes Packmittel sind polyolefinische Siegelfolien. Eine Lösung, wie diese mit weitaus weniger Materialeinsatz produziert werden können, hat nun das niederländische Unternehmen Plasthill auf den Weg gebracht. Das ist ein Tochterunternehmen der Oerlemans Packaging Group und sie taten das gemeinsam mit der österreichischen Constantia Flexibles Group. Die Compress Seal getaufte Folie soll laut Unternehmen über eine höhere Siegelnahtfestigkeit verfügen als herkömmliche Polyethylenfolien, gleichzeitig durch einen geringeren Materialeinsatz bis zu 30% weniger Gewicht aufweisen. Mehr auch dazu lesen Sie im Tightly Packed Online Magazin. Anfang Mai ist endlich wieder Interpack in Deutschland. Schon im Dezember geht es aber in die Middle East Africa Region, bekanntlich ein wichtiger Absatzmarkt für die internationale Branche. Unter dem Dach der Interpack Alliance finden im Dezember die Pack Process MEA und die Food Africa in Kairo statt. Vielleicht ja ihr Start in einen spannenden, lukrativen und sehr dynamischen Markt. Auch dazu mehr auf unserer Website. Wir melden uns im September wieder. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und erfolgreich.